Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Vielleicht sehen wir jetzt mehr, da endlich Tag ist. Drinnen scheint sie nicht zu sein, diese Zahnradgeschichte. Ich schaue mich mal hier außen um, aber bäh. Wo zum Teufel soll das denn sein? Mysteriös, echt. Das da drüben wird nichts damit zu tun haben, oder? Ich hätte gedacht gehabt, dass es hier dabei wäre. Aber nein. Komisch, echt. Vielleicht gehört das Gebäude da hinten doch noch zum Dorf. Weil hier beim besten Willen ist nichts. Oder ich sehe es einfach nicht, das kann auch sein. Weil die eine haben wir ja. Die in der Mitte, da haben wir auch. Die haben wir auch da. Hier ist keine. Jo. Ich probiere es mal drüben. Ob das auch noch zum Dorf dazugehört. Das Gebäude da oben. Ansonsten bin ich überfragt. Hallo. Nö, der hat irgendwie... Der hat es auch nicht, ne? Na. Da bin ich auch mehr als falsch. Also das ist jetzt mal komisch. Ah, da oben ist noch ein Gebäude, da wird es sein. Das Gebäude habe ich jetzt allerdings nicht bemerkt. Wow. Langsam, langsam. Ah, wie komme ich da hoch? War es etwas schon richtig hier? Hier irgendwie so rauf vielleicht? Schaut aber nicht so aus, dass das gewollt ist. Na, ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Nee. Also zumindest nicht so. Gnädige Frau. Das ist mysteriös. Muss ich schauen, ob es irgendwie einen Eingang gibt. Ob ich da irgendwas übersehen habe. Weil das wird es erklären dann nämlich. Irgendwie. So richtig einen Zugang gibt es hier auch nicht. Was ist denn das für ein Schmarrn? Ehrlich jetzt mal. Hallo?
Vielleicht wurde ja auch vergessen, sowas herzubauen. Na, das glaube ich weniger. Ach, Gottchen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Wahrscheinlich bin ich schon 20 Mal dran vorbeigelaufen. Oder sogar 21 Mal. Es würde genau zu mir passen. Keine Reparatur, keine Gilde. Sehr nett. Sehr nett. Ja, aber es wäre halt auch schön, wenn etwas da wäre zum Reparieren, ne? Verstehst? Das ist jetzt nicht normal, oder? Ah, da! Meine Güte! Ah, du hast das Problem gefunden. Aber warum hat da ein Laib Brot in der Maschine gesteckt? Ja. Es funktioniert. Okay. Nichts vergessen programmieren. Ich bin nur doof. Bin echt 20 Mal dran vorbeigelaufen. Alles klar. So. Wird ja. So. Gut. Also, gnädige Frau. Servus. Ausgezeichnetes Sonnensystemmodell dreht sich wieder. Bei jedem Ticken ein Stück weiter. Willkommen in der Bastlergilde. Und vertrau bloß keinem Bäckern-Tick-Tack. Ja. Zahn und Draht. Du hast entdeckt. Gesellenabzeichen. Räderwerk. Jetzt müssen wir halt wieder für 1000 herstellen, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen es gleich mal an, oder? So. Also hier sind Ingenieure. Das Basteln. Ja, okay, Ingenieure. Da gibt es nichts mit Ton. Käsemacher. Oh. Düngermacher. Feuerwerkmacher. Yay. Spinnrad. Samenmacher. Butterfass. Nice. Das Butterfass werden wir auf jeden Fall herstellen. Ich brauche eine Niete. Also kann ich mich selber verarbeiten. Jo, die war... Hier, glaube ich. Hier hat man Nieten bekommen, glaube ich. Nein. Doch, hier. Einen Stock. Wer hätte gedacht, dass mir mal ein Stock fehlt. So. Einen Stock, bitte. Wir sind hier in einem Wald. Und es gibt keinen Stock. Ja, das muss ich nicht verstehen. Hallo? Ich hätte gern einen Stock. Einer reicht vollkommen. Derweil. Das ist echt schon lustig. Alter. Hallo. Wir sind hier im Wald und es gibt keinen Stock. Ja.
Gut. Ah, wir haben Winter, okay. Es färbt sich schon weiß, die Landschaft. Sehr schön. Dann gehen wir halt wieder Steine klopfen, dabei. Bis uns mal ein Stock über den Weg läuft. So. Unglaublich ist das. Zack, zack und bam. So. Unglaublich. Ich fürchte, da muss ich schon ein Bäumchen zusammenschlagen, damit ich einen Stock krieg. Es ist lächerlich. So. Boah, was für ein Dreckswetter. Hallo? Ich bräuchte bitte einen Stock. Danke. Man muss nur lieb sein. So. Nochmal von vorn. Also, ich brauche eine Niete. Die ist hier. Dann brauche ich... Oder ich besser gesagt, ich darf schon. Da brauche ich auch Öl. Alter. Das Butterfass stellen wir her. Bastelset und Räderwerk. Ein Räderwerk. Jetzt fehlt mir Öl, ne? Ja. Okay. Ich würde sagen... wir porten uns. Ah, das könnte ich auch herstellen. Stimmt. Na, passt schon. Einmal, zweimal, dreimal. Ich würde sagen, wir porten uns wieder zurück zu unserem ersten Bauernhof. Zum Südfeldhof und stellen schon mal das Butterfass auf, weil wir haben dort ja Grufel und die Grufel stellen ja Milch her. Und da würde das Butterfass, glaube ich, persönlich am perfektesten passen. So. Also, interagiere. So, ich möchte gerne bauen. Das Butterfass. Spinnrad könnte ich, müsste theoretisch auch passen. Wo stelle ich denn das hin? Hä? Jo. Ich glaube, ich nehme das Hittel damit. Entfernen. Hä? Nach links, rechts drehen. Verschieben. Achso, so muss das, genau. So. Ich denke mal. So, ne? Halt. Und platzieren. So, perfekt. Fertig. So, dann schauen wir mal. Nein, das will ich nicht. Ich will das aufmachen. Ich brauche die Milch. Bäh. Hat es jetzt hingehauen? Ich würde das gerne mitnehmen. So. Haben wir hier jetzt Wolle? Na. Wolle gibt es nicht, weil ich kein... Du produzierst doch Wolle, oder? Ein Ei! Ein Farbbild produziert Ei. Und du? Ton. Aha. Dann würde ich sagen, die Alpakas werden wahrscheinlich... Also die Girabakas werden wahrscheinlich Dingens produzieren.
Okay, ich sollte das umdrehen. Gruffelmilch zu Butter. Warte mal. Ich drehe das nochmal um, damit es schöner ausschaut. Soll ja auch schön ausschauen hier. Verschieben. So. Und platzieren. Jetzt passt's. So, und hier kann ich nichts machen. Ne? Einfach nur Futter ist da, passt. Gut, wir interagieren. Ja. Das war's. Jetzt haben wir die Butter drin, oder wie? Jetzt müsste das Butter geworden sein, ne? Aus der ganzen Milch. Tatsächlich, Butter. Passt. Hat hingehauen. Gut. Du heiliges Kanonenrohr. Ehrlich wahr. Ernten bringt mir gar nicht viel was, weil ich bin sowieso voll wie ein Christbaum. Kocher. Und zwar, damit ich das eine niedliche Viechlein kriegen kann, will es das haben. Das heißt, wir müssen fischen. Oh, wie schön. Das heißt, wir müssen fischen. Ja. Das heißt, wir gehen gleich mal zum Fischerdorf und fischen mal eine Runde. Wir brauchen haufenweise Tippfisch. Boah, aber die Bastlergilde, leckfetten, da sind wir bald fertig. Schau mal. Da fehlt nicht mehr viel. Da hat das eine Maschinenteil hat echt viel gebracht. Schön, schön. So, dann packen wir mal die Angel aus und hoffen, dass wir ganz, 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 ganz viel Tippfisch kriegen. Ich würde sagen, ich stelle mich wieder, oder? Bleiben wir da? Wo ist es denn am besten? Zwecks Licht wäre da drüben am besten, ne? Damit ihr auch gut sehen könnt. Dann gehen wir rüber ins Fischerdorf. Weil sonst ist es wieder zu dunkel. Tja. Spannend, spannend. So. Oh, das ist schon fast zu grell. Geht das so vom Licht her? Ich hoffe. Ist das hell genug oder sonst stelle ich mich da hin? Ich hoffe, das geht so. So, und zack. Planschi, planschi, fischi, fisch. Tipp, fischi, fisch. Komm zu Mama. Ja, feines Fischi. Feines Fischi. So, hoffentlich ist das schon das gewünschte Objekt. Yes! Da haben wir schon mal den ersten. So, brauchen nur noch 20. So. Fischi, Fisch. Ui, geht schon. Wenn wir so ein bisschen Spitzenfisch kriegen, sind wir auch nicht böse, aber Tippfisch ist jetzt erstmal unser Hauptaugenmerk. Unser Hauptfisch. Komm her. Wo ist das Fischi? Fein. So, schön her. Dünnülülülü. Dünnülülülü. Ui, was bist denn du für ein Oschi? Ich probiere es einfach mal. Keine Ahnung, was das für ein Riesen-Oschi ist, aber... Boah. Der hat schon was auf dem Kerbholz. Uiuiuiui. Boah. Alter, 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 alter. Jawohl. Fulgurfisch. Boah, der ist schön. Das ist ein schöner Fisch. Fulgurfisch. Aha. Schnapp, schnapp.
So. Und wen haben wir da? Geisterfisch. Rucksack ist voll. Okay. Können wir... Da. Ich will was kaufen nach Möglichkeit. Tieffisch? Perfekt. Ich kaufe gleich alles zusammen, ist egal. So. Was hätten wir da? Ich würde sagen, den verkaufe ich mal. Dann. 55 nur, okay. Dass wir halt Platz kriegen, ne? Das Kochset gebe ich mal her. Dann gebe ich her. Boah, der ist viel wert. 480. Ich werde das dann, glaube ich, mal auf den Hof lagern müssen. Alles, das ist übel. Jo. Jo. Was gebe ich hier? Es ist gar nicht mal so einfach. Was Einzelnes habe ich dann immer. Der ist zu wertvoll, das geht nicht. Das ist echt doof. Konstrukteur, das will ich auch nicht hergeben. Das brauche ich ja alles noch. Bastler-Set. Ja, mir raus. Das könnte ich auch hergeben. Dann haben wir fix genug Platz. So. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch 25. 25. Haben wir irgendwas, was 1 wert ist? Na, die beiden will ich nicht hergeben. Hier von mir aus. So. Passt. Jetzt haben wir da ein kleines bisschen mehr Platz. So, dann können wir eigentlich schon mal... Das war beim Kochen dabei, Öl, ne? 1, 2 Mal. Sehr gut. So, ich möchte gern fischen. So. Platsch. Fischi, 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 fisch. Fischi, fischi, fisch. Da ist er. Komm zu Mama. So, immer schön her. Sehr gut. Da fällt mir ein, ich könnte ja auch gleich wieder hier für die Konstrukteurgeschichte... Könnte ich ja gleich was bauen, ne? Dann müssten normalerweise... Okay, es fehlen Stöcke. Wer hätte das gedacht? Und ich hätte auch können die Aufgabe lösen, ne? Egal, warte mal. Was wollte ich bauen? Das Butterfass habe ich schon. Ein Spinnrad habe ich auch schon. Was bist du? Käsemacher. Den Käsemacher möchte ich machen. Genau. Bastelset einmal. Und den Käsemacher. So. Jetzt müssen wir wieder ordentlich Platz haben. Genau. Den stelle ich auch gleich. Denn... Wow, langsam. Den will ich auch gleich auf dem Bauernhof aufstellen. Dann haben wir wieder Platz im Rucksack. Dann werden wir auch gleich ein paar Sachen wegtun. Gleich hier. So. Rucksack. So. Den kann... Also das weiß ich nicht. Das tun wir mal weg.
Dann würde ich sagen, der ist selten, den tun wir weg. Das tun wir weg, derweil. Dann würde ich sagen, das Spinnrad tue ich derweil weg. Ich habe eh niemanden, der Wolle herstellen kann. Dann können wir weg tun. Die Planken. Ich würde sagen, den Pelz. Ich würde sagen, die Sämlinge tun wir weg. Haben wir nicht noch mehr Sämlinge? Da. Da müssten noch ein paar sein. Seide kann ich momentan... Ah, könnte sein, dass man Seide verspinnen kann. Das habe ich nicht versucht. Egal. Ich bin gerade blind. Wieder mal. Ich sehe gerade die ganzen Sachen nicht. Rote Beeren habe ich ja auch mehr als genug, ne? Da könnte ich ja so zweimal wegtun. Auch die blauen habe ich genug. Kartoffeln hätte ich auch genug. Die tue ich auch mal weg. Kräuter müsste ich auch mehr als genug haben. Und ich würde sagen, drei noch dazu. Da müsste das Deck voll sein. So, habe ich noch von irgendwas zu viel? Steine brauche ich jetzt eh. Ich glaube, das geht derweil. Was haben wir hier? Brauerset 50. Okay, das ist mehr als genug. Mehr als genug. Okay, okay, so, warte. Brauer brauche ich nichts derweil. Bastler. Müsste ich jetzt die 1000 voll haben, ne? Ich Schlaufuchs. Kopfstein brauche ich. Und Dingens. Warte, ich stelle mal das eine Gerätschaft da auf. So. Ich möchte gerne... Na, nicht verschieben. Ich möchte bauen. Und zwar den Käsemacher. Genau. Perfekt. Sehr gut. Haben wir zufällig schon wieder Milch? Nö. Die habe ich ja auch komplett verbraucht. Es wird jetzt auch ein Weilchen dauern, bis das wieder da ist. Aber ist nicht schlimm. So niedlich. Jedes einzelne Viechlein, so niedlich. Gut, der Part wäre auch schon wieder zu Ende. Mhm. Und nichts erreicht schon wieder. Schön. Da kommt Freude auf, oder? So, aber jetzt passt schon mal, glaube ich. Jetzt ist schon schöner. Ich würde dann sagen... was würde ich sagen? Noch ein paar Reiseknoten könnte ich herstellen. Aber jetzt verdrücke ich mich schon wieder. So, 1, 2, 3. Das passt genau. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Und im nächsten versuchen wir wieder hier unsere Höfe weiter auszubauen. Eventuell Tiere zu zähmen. Und kochen natürlich, ne? Kochen, stimmt. Dass ich es nicht vergesse. Wenigstens eine Portion mal herzustellen. Öl brauche ich unbedingt. Pommes. Die Gewürze, ja. Da fehlt mir jetzt auch noch ein Kochset. Dann kann ich ein zweites Gewürzel machen. Dann nochmal Kochset. Was fehlt mir hier? Öl. Ja, das dauert. Das dauert. Sonntagsbraten, lecker.
Naja, egal. Wir haben eh Zeit. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!